und Servus, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um eine wahre Wunderpflanze und zwar um die Aloe Vera. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann klick doch ganz schnell noch auf Abonnieren und aktiviere die Glocke, dass du auch kein Video mehr von mir verpasst. Wie immer unten in der Beschreibung einige Kauflinks zum Thema, ein PayPal-Me-Link, eine Amazon-Wunschliste und auch ein Link zu Amazon zu meiner eigenen T-Shirt-Kollektion. Ja, Aloe Vera, warum eine Wunderpflanze? Das werdet ihr in diesem Video alles erfahren. Ich habe das Video aufgeteilt in einige Kapitel. Schaut mal unten in der Beschreibung, da findet ihr die Zeitstempel und könnt direkt zu dem Kapitel springen, das euch am meisten interessiert. Im Groben wird es im ersten Teil aber um die Pflanze selber gehen und im zweiten Teil, wie die ganze Pflanze verwendet werden kann, beziehungsweise warum sie so toll ist, auch in der Gesundheit. Die genaue ursprüngliche Herkunft der Aloe Vera ist nicht genau bekannt, aber es wird vermutet, dass sie aus dem Norden Afrikas stammt. Mittlerweile ist sie aber in allen tropischen und subtropischen Gegenden auf der Welt zu finden. Es ist also eine Wüstenpflanze, die dadurch natürlich keinen Frost verträgt und sehr viel Wasser in ihren Blättern speichern kann. Die Aloe ist ja wie gesagt eine Wüstenpflanze. Sie fühlt sich bei 20 bis 25 Grad am allerwohlsten. So viel Sonne wie irgendwie möglich. Man kann sie im Sommer auch gerne nach draußen in die pralle Sonne stellen. Auch an einem hellen Fensterbrett oder im Wintergarten fühlt sich die Pflanze recht wohl. Es kann ruhig auch ein bisschen dunkler Standort sein, jedoch wächst sie dann bedeutend langsamer und bekommt auch keine so schön grüne Färbung. Wenn ihr die Pflanze draußen stehen habt, solltet ihr sie allerspätestens wieder ins Haus holen, wenn die Temperaturen auf 5 Grad oder weniger sinken. Ab etwa Mai kann man die Pflanze dann wieder nach draußen stellen, wenn keine Nachtfröste mehr drohen. Achtet aber darauf, dass ihr die Pflanze langsam wieder nach draußen an die Sonne gewöhnt. Wenn ihr sie zu schnell nach draußen stellt, dann kann sie einen Sonnenbrand bekommen. Die Aloe Vera gehört ja zu der Gruppe der Sukkulenten, also eignet sich als Substrat auch am besten Kakteen- oder Sukkulentenerde. Man kann auch normale Pflanzerde verwenden, jedoch sollte man sie dann häufiger umtopfen. Das Substrat sollte auf jeden Fall mineralisch, nährstoffreich und humusarm sein. Mit Blähton oder Sand kann man das ganze Substrat etwas aufwerten, lockerer machen und vor allem wasserdurchlässig. Staunässe oder zu feuchte Erde mag die Pflanze nämlich gar nicht. Es können dann Krankheiten im Wurzelbereich auftreten. Umgetopft werden sollte die Aloe Vera alle 2 bis 5 Jahre. Ein deutliches Anzeichen dafür, dass wieder umgetopft werden sollte, ist, wenn das Wachstum der Pflanze deutlich nachlässt. Als Wüstenpflanze braucht die Aloe Vera im Allgemeinen recht wenig Wasser. Mit Regen- oder Leitungswasser sollte erst gegossen werden, wenn sich das Substrat bereits recht trocken anfühlt. Die Pflanze ist aber in puncto Wasser recht hart im Nehmen. Ich glaube, ich habe meine auch schon mal ein paar Monate nicht gegossen, obwohl sie am hellen Fensterbrett stand. In den Blättern kann sie ja viel Wasser speichern und dadurch die Zeit auch ganz gut durchhalten. Es ist halt nur so, dass sie in dieser Zeit auch kaum wächst. Zur Vermehrung der Aloe Vera gibt es 3 Möglichkeiten. Die einfachste ist, dass sie mit der Zeit von selber einfach Ableger bildet. Die muss man dann nur noch abtrennen und einfach wieder einpflanzen. Die Vermehrung über Stecklinge funktioniert ganz genauso, wie ich es einmal schon in dem Video mit meinem Kaktusstecklin gezeigt habe. Das findet ihr hier oben. Also einfach ein Blatt am Ansatz abtrennen, die Bruchstelle etwas eintrocknen lassen und dann einfach in einen Topf, nicht zu feucht und nicht zu tief, einsetzen. Die Vermehrung über Samen ist wohl die langwierigste und schwierigste Art. Man braucht erstmal eine blühfähige Pflanze. Eine Blüte wird erst frühestens ab dem 3. Lebensjahr, so etwa zwischen März und Mai, gebildet. Die geernteten Samen sollten dann im Mai schon auf eine feuchte Substratoberfläche gestreut werden. Einen Topf kann man einfach mit einer Frischhaltefolie überdecken oder man setzt die Samen gleich in einem kleinen Mini-Gewächshaus ein. Den Deckel sollte man dann ab und zu lüften, dass etwas frische Luft an die Oberfläche kommt, damit sich kein Pilzbefall bilden kann. Ganz sicher ist euch auch schon aufgefallen, dass es sehr, sehr viele Pflegeprodukte mit Aloe Vera gibt. Das ist eine wirklich wunderbare Heilpflanze mit vielen tollen Eigenschaften. Ich kann euch jetzt gar nicht alle Möglichkeiten hier zeigen, aber ich möchte euch einige Anwendungen vorstellen. Für alle Anwendungen sollte man die Aloe Vera Blätter aber folgendermaßen vorbereiten. Wenn ihr eine eigene Pflanze habt, dann schneidet ihr euch einfach ein schönes dickes Blatt von dem unteren Teil der Pflanze ab. Wenn ihr keine eigene Pflanze habt, könnt ihr solche Blätter im Biomarkt bekommen oder sogar online bestellen.
von den letzten beiden Möglichkeiten müsst ihr aber die eingetrocknete Stelle an dem Blatt wieder abschneiden. Dieses Blatt solltet ihr jetzt mit der frischen Schnittstelle nach unten erst einmal für eine Stunde circa in ein Glas stellen. Ihr könnt auch ein kleines bisschen Wasser in das Glas geben. Das machen wir, damit das Latex mit dem Aluin auslaufen kann. Das ist die gelbe Flüssigkeit, die zwischen der grünen Schale und dem transparenten Gel in dem Blatt ist. Das Aluin ist nämlich giftig und kann zu Magenkrämpfen und Durchfall führen. Es ist auch noch nicht ganz erwiesen, ob es vielleicht sogar Krebs auslösen kann. Jetzt können wir das Blatt wieder aus dem Glas nehmen, schneiden unten nochmal 2 cm ab oder waschen das Ende unter fließendem Wasser ab. Jetzt ist es bereit zur weiteren individuellen Verwendung. Die einfachste Anwendung ist, wenn ihr von dem Blatt jetzt ein paar Zentimeter abschneidet und dieses Stück dann der Breite nach genau in der Mitte durchschneidet. So können wir es schon verwenden bei Insektenstichen, Akne, Neurodermitis, Juckreiz und Hautreizungen, Wunden, Verbrennungen oder wo es auch sehr gut hilft, ist bei Sonnenbrand. Es ist eigentlich für sämtliche Anwendungen auf der Haut geeignet. Die unter anderem im Gel enthaltenen Salicin und Aminosäuren wirken antibakteriell, entzündungshemmend, schmerzstillend und vor allem kühlend. Besonders die kühlende Wirkung werdet ihr sofort nach der Anwendung merken. Einfach diese Blatthälften auf die betroffene Stelle reiben, bis kein durchsichtiges Gel mehr vorhanden ist. Wenn ihr größere Mengen von dem Gel braucht, könnt ihr das folgendermaßen machen. Ihr schneidet zuerst einmal die 2 stacheligen Ränder ab. Jetzt könnt ihr die grüne Schale entweder mit einem Gemüseschäler entfernen oder mit einem Messer das durchsichtige Gel von der grünen Schale trennen. Ihr könnt auch dieses Blattstück wieder in der Mitte auseinanderschneiden und dann das Gel mit einem Löffel von der Außenhaut abkratzen. Achtet aber darauf, dass wieder keine Rückstände von diesem gelben Latex darin enthalten sind, also lieber nicht ganz bis zur grünen Schale nach außen hin kratzen. Die gewonnenen Gelstücke gebt ihr am besten dann in ein sauberes, ausgewaschenes, verschraubbares Glas. Hier könnt ihr dann immer wieder mit dem Löffel einzelne Gelstücke entnehmen. Oder ihr nehmt einen Pürierstab oder Mixer und macht daraus eine gleichmäßige Lotion. Das Ganze wird etwas schäumen beim Pürieren, aber dieser Schaum setzt sich nach einiger Zeit wieder ab und ihr habt ein schön gleichmäßiges Gel. Im Kühlschrank kann ich das verschlossene Glas mit dem Aloe Vera Gel etwa 1 bis 2 Wochen dann aufheben. Ihr solltet also nicht allzu große Mengen von diesem Gel auf einmal herstellen. Dieses Aloe Vera Gel kann man auch zur inneren Anwendung benutzen. Es ist gut gegen Reizdarm, Reizmagen, Sodbrennen, Diabetes. Es stärkt das Immunsystem und es ist auch gut bei einem hohen Cholesterinspiegel. Bei der inneren Anwendung solltet ihr aber nochmal ganz genau darauf achten, dass ja keine Rückstände von dem gelben Latex oder von der grünen Schale in dem Gel vorhanden oder vermischt sind. Verzehren könnt ihr dieses Gel nun, indem dass ihr es stückchenweise in euren Salat gebt oder auch in Drinks und Smoothies mit einmischt. Das pure Gel schmeckt nicht so besonders, also jedenfalls mir nicht. Ihr solltet außerdem auch nicht allzu große Mengen Aloe Vera pro Tag zu euch nehmen, da es sonst auch wieder zu Magenbeschwerden führen kann. Das war's auch wieder für dieses Video. Ich hoffe, ich konnte euch diese tolle Pflanze etwas näher bringen, wie man sie kultiviert und wie man sie auch anwenden kann. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Video. Servus!